Okay, guten Morgen. Guten Morgen, schön, dass Sie hier sind bei unserer Pressekonferenz des Aktionsbündnisses Lützerath Umräumbar. Und schön, dass Sie hier sind, um Bericht zu erstatten über den Skandal, dass im 21. Jahrhundert noch ein Dorf für Kohle abgerissen wird. Ich bin Dorothee Häusermann von Alle Dörfer bleiben. Alle Dörfer bleiben ist auch ein Teil des Aktionsbündnisses. Es gibt jetzt eine Pressekonferenz mit 6 Statements von Menschen. Ich werde Sie durch diesen Vormittag begleiten. Genau, und zuerst gibt es eine Pressekonferenz mit Statements. Danach werden die Sprecher zur Verfügung stehen für Rückfragen und werden sich hier aufhalten, wenn Sie Fragen haben, auch die für die Aktion in der nächsten Woche. Dann um 11 Uhr wird es auch hier genau an der Stelle ein öffentliches Aktionstraining geben, bei dem Sie auch filmen und fotografieren können, damit Sie einen Eindruck davon bekommen, wie wir so arbeiten. Und dann ab 11.30 Uhr ist hier Sammelpunkt für den Dorfspaziergang. Genau, und da geht es ab 12 Uhr so richtig los. Ja, das Aktionsbündnis hat sich gegründet. Es ist ein neues Aktionsbündnis, das es so in der Form noch nicht gab. Dazu werden Sie auch gleich mehr erfahren. Jetzt stellt erstmal, bevor die AktivistInnen sprechen, spricht Katharina Riewe vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung zu und wird Ihnen einige Fakten zum Thema Kohle und Lützerath vorstellen. Ja, vielen Dank. Wie schon gesagt, mein Name ist Katharina Riewe vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung aus Berlin und auch wir sagen, Lützerath ist unräumbar. Lützerath ist unräumbar, weil die Kohle, die hier unter unseren Füßen liegt, nicht mehr gebraucht wird. Die politische Entscheidung, Lützerath noch abzubaggern, muss jetzt angepasst werden. Die Aussagen der unabhängigen Studien sind eindeutig. Bis zu einem Kohleausstieg 2030 werden die Mengen Kohle nicht mehr benötigt. Selbst für eine Abfederung der sogenannten Gaskrise sind sie energiewirtschaftlich nicht mehr notwendig. Dies hat das DEW in eigenen und unabhängigen Studien dargelegt. Und dies wurde jüngst auch vom angesehenen Beratungsunternehmen Aurora Energy Research in einer Energiemarktanalyse nochmals bekräftigt. Die Vorräte, die in einem angepassten Abbaugebiet liegen, welches nur das bereits devastierte Immerath in Anspruch nimmt, sind selbst nach den Vorratsberechnungen ausreichend, die von RWE in Auftrag gegeben wurden. Und hierbei entsteht keine Insellage für Lützerath, da es keine Bucht zwischen Keinberg und Lützerath braucht. Die Kohlebedarfsrechnungen, die die Landesregierung im Zuge des RWE-Deals vorgelegt hat, sind falsch und beinhalten unter anderem Kohleveredelungsmengen, die es nach dem Schließen von Frechen in dem Maße nicht mehr geben wird. Soweit zu dem Aspekt des erwartbaren Kohlebedarfs. Aus Klimasicht dürfte es zu diesen Bedarfsmengen aber gar nicht mehr kommen. Lützerath ist auch unräumbar, weil die 1,5-Grad-Grenze tatsächlich vor Lützerath verläuft. Das laut IPCC restliche, zur Verfügung stehende CO2-Budget haben wir heruntergebrochen auf den deutschen Energiesektor und weiter auf die Braunkohle, die Tagebaue und die Kraftwerke. Ende diesen Jahres wird dieses 1,5-Grad-Budget am Tagebau Garzweiler bereits verbraucht sein. Die Tagebaukante hätte bereits seit guten 2 Jahren nicht mehr weiterentwickelt werden dürfen, da auch so immer noch große Mengen zu gewinnen sind. Wie Sie hier sehen, werden derzeit einfach nur große Sandflächen produziert, indem die Tagebaukante immer weiter an Lützerath heranentwickelt wird. Einfach um Tatsachen zu schaffen, der Tagebaubetreibende kommt mit dem Kohleabbau gar nicht so schnell hinterher. Die Zerstörung dieses Dorfes soll primär geschehen, um den Gewinn von RWE zu maximieren. Es ist betriebswirtschaftlich für RWE günstiger, Lützerath abzubaggern. Warum passiert das alles? Zu einer Zeit der energiewirtschaftlichen Verunsicherung werden politisch die falschen Schlüsse gezogen. Statt einer Abkehr von der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern werden neue Lock-in-Effekte erzeugt, durch zu viele LNG-Terminals und durch Laufzeitverlängerung von Kohlekraftwerken. Eine sichere Energieversorgung ist möglich, durch den Ausbau erneuerbarer Energien. Und hier brauchen wir politischen Mut und den Willen. Um es mit Claudia Kempferts Worten zu sagen, wer nicht will, findet Ausreden. Aber wer will, findet Wege. Vielen Dank. Vielen Dank. Dina Hamid spricht jetzt von Lützerath lebt. Ja, hallo. Willkommen in Lützerath.
Seit einer Woche, seit Montag, hat der Polizeieinsatz hier in Lützerath begonnen. Und für uns heißt das, es ist Tag X. Seitdem am Montag die RWE und die Polizei ihren Einsatz begonnen haben, wird uns wieder klar, warum wir den Kohleausstieg noch nicht geschafft haben. Was hier passiert, ist, dass der Staat mit viel Einsatz und Geld die Profite von RWE schützt. Aber wir schützen das Leben. Wir verteidigen Lützerath, weil wir Lützerath lieben. Und weil wir endlich demokratisch darüber entscheiden müssen, welchen Strom wir produzieren und wofür. Indem wir uns mit unseren Körpern, dem Bagger und der Polizei in den Weg stellen, wiederholen wir das, was uns allen eigentlich schon längst klar ist. Die Braunkohle muss im Boden bleiben. Es ist die dreckigste Form der Energie in unserem Strommix. Das Rheinische Braunkohlerevier bleibt die größte CO2-Quelle Europas. Lützerath bleibt. Alles andere wäre eine klimapolitische Vollkatastrophe. 2,5 Jahre haben wir dieses Dorf aufgebaut, haben wir dieses Dorf erfolgreich vor den Baggern verteidigt. Jetzt geben wir es nicht mehr her. Wir werden um jeden Meter kämpfen, weil jedes bisschen Kohle zählt in dieser Zeit. In einer Klimakrise, die schon tausende Leben fordert heute. Wir wollen kein zweites Ahrtal, wir wollen keine weiteren Dürresommer und wir erinnern uns noch gut daran, wie es war, als letztes Jahr ein Drittel Pakistans unter Wasser stand. Am stärksten von den Auswirkungen auch dieser Garzweiler Emissionen betroffen sind arme Menschen im globalen Süden, sind indigene Menschen, sind alle die, die sowieso am meisten unterdrückt werden. Und weil wir für alle Menschen saubere Luft, gutes Essen und ein sicheres Zuhause haben wollen, beenden wir zusammen das Zeitalter des fossilen Kapitalismus und sorgen dafür, dass Lützi bleibt. Viele Menschen machen sich Sorgen um das Klima und ich höre auch immer wieder in den letzten Tagen viele Menschen fragen, schaffen wir das denn überhaupt? Schaffen wir das Lützerath zu retten? Haben wir da überhaupt die Kraft dafür? Und das, was wir wissen, ist, wir haben das schon einmal geschafft. Wir haben den Hambi gerettet. Wegen uns stehen 5 weitere Dörfer am Tagebau Garzweiler noch. Wir wissen, dass wenn wir viele sind, dass wir es nochmal schaffen können. Wir können es schaffen, 110 Millionen Tonnen Kohle im Boden zu behalten. In diesen Zeiten ist es genau das, was zählt. Deswegen rufen wir alle auf, sich uns anzuschließen. Kommt nach Lützerath, verteidigt das Dorf. Geht in die Sitzblockaden, geht zu den Demonstrationen, geht in die Bäume. Wenn die Regierung Unsinn macht, dann nehmen wir die Klimapolitik halt selbst in die Hand. Wir brauchen die Kohle nicht und wir wollen die Kohle auch nicht. Im Hambacher Wald haben wir es schon mal geschafft und hier schaffen wir es wieder. Zusammen können wir das. Lützerath bleibt. Dankeschön. Danke. Ich habe eben vergessen zu sagen, es geht ja auch eine Person mit Pressemappen rum, wo auch nochmal alle Namen der SprecherInnen aufgeschrieben sind und Informationen zum Aktionsbündnis. Ah, da wedelt jemand hinten, schauen Sie. Also das heißt, wenn Sie nicht sicher sind, wie ein Name geschrieben wird oder wer jetzt wie genau hieß und für wofür gesprochen hat, da steht das alles nochmal aufgeschrieben. Und jetzt spricht Lukas Scott von Ende Gelände und sie spricht für das Aktionsbündnis um Lützerath und Rondbach. Hallo. Jede Tonne Kohle, die RWE hier fördert, heizt die Klimakrise weiter an. Mit katastrophalen Folgen. Wir sagen, die Kohle muss im Boden bleiben. Das Bündnis Lützerath umräumbar wird um jeden Baum, um jedes Haus und um jeden Meter in Lützerath kämpfen. Konzerne wie RWE machen aus Zerstörung Profite. Ich meine, sehen Sie sich hier mal um. Dieser Tagebau ist ein einziger Ort der Zerstörung. Hier wurden Menschen vertrieben, Ortschaften in Erdboden gleichgemacht, Kulturdenkmäler abgerissen und wertvolle Ackerböden vernichtet. Alles nur für das Geschäft mit der Kohle. Und das bringt RWE fette Gewinne. Und dabei vernichten sie die Lebensgrundlagen auf diesem Planeten. Dabei ist die Zerstörung anderswo noch viel brutaler.
Ich denke da etwa an den größten Steinkohletagebau in Kolumbien. Das Loch, das der Schweizer Großkonzern Glencore da in den Boden gerissen hat, ist um ein Vielfaches größer als dieses hier. Die Zerstörung und die Gewalt sind es auch. Dort werden Menschen von Polizei, von der Armee und Paramilitärs brutal aus ihren Dörfern getrieben, wenn sie sich wehren. Und trotzdem haben indigene und afrokolumbianische Menschen vor ein paar Monaten eben diesen Tagebau blockiert. Diese mutigen Kämpfe unterstützen wir solidarisch auch mit unserem Kampf um Lützerath. Damit alle Dörfer bleiben, weltweit. Die Blutkohle aus Kolumbien wird in die reichen Industriestaaten exportiert. Auch nach Deutschland. Und das gerade mehr als je zuvor. RWE verfeuert diese kolumbianische Blutkohle genauso wie die Braunkohle aus Garzweiler in seinen Kraftwerken. Dabei verfehlt Deutschland mal wieder seine viel zu laschen Klimaziele, weil zu viel Kohle verbrannt wird. Wir sagen, egal ob in Kolumbien oder in Lützerath, die Kohle muss im Boden bleiben. Und während wir hier reden und da vorne der Braunkohlebagger direkt auf Lützerath zuhält, ist am Dienstag das erste Schiff mit gefracktem Gas in Wilhelmshaven angekommen. Das Fracking-Gesetz verbietet die Förderung von Gas durch Fracking in Deutschland, denn auch Fracking schafft Orte der Zerstörung. Und trotzdem wird gerade mit Hochdruck an der Legalisierung dieser Fördermethode gearbeitet. Flüssiggas ist genauso ein Klimakiller wie Kohle. Das sind keine Antworten auf die Klimakrise, das sind Brandbeschleuniger der Klimakrise. Wir müssen jetzt sofort raus aus allen fossilen Energien. Denn in einem System, das von der Zerstörung lebt und in dem Profite mehr als Bedürfnisse zählen, kann es keine globale und auch keine soziale Gerechtigkeit geben. Es macht uns auch wütend, dass RWE dank Kohleminister Habeck Rekordgewinne einstreicht. Und das, während viele Menschen gerade nicht mehr wissen, wie sie ihre Miete zahlen sollen oder die nächste Stromrechnung begleichen sollen. Was uns hier als Energiekrise verkauft wird, ist in Wirklichkeit eine kapitalistische Verteilungskrise. Deshalb heißt Lützerath verteidigen auch, den fossilen Kapitalismus zu überwinden. Wir wollen einen grundlegenden Wandel hin zu einem System, in dem wir solidarisch und im Einklang mit den planetaren Grenzen leben. Und ein erster Schritt dahin ist die Vergesellschaftung von Großkonzernen wie RWE. Wir wollen demokratisch darüber bestimmen, wie Energie produziert wird, wie sie verteilt wird und was mit ihr produziert wird. Und auch deshalb verteidigen wir Lützerath. In Lützerath zeigen wir, dass eine andere Welt jenseits von Profit und Wachstumszwang möglich ist. Für ein solidarisches Miteinander. Raus aus Kohle, raus aus Gas, alle Dörfer bleiben weltweit. Zusammen machen wir Lützerath unräumbar. Danke. Jetzt spricht Soraya Kutterer von Extinction Rebellion und für das Aktionsbündnis. Wir haben uns als ein breites Aktionsbündnis der Klimagerechtigkeitsbewegung zusammengetan. Wir sind geeint in der Wut auf ein System, was unsere Lebensgrundlage zerstört. Wir sind geeint in unserer Solidarität mit den Aktivistinnen weltweit, die für Klimagerechtigkeit kämpfen. Uns eint die Utopie, wie sie in Lützerath gelebt wird. Von einem solidarischen Miteinander, von einem Leben in einer Gemeinschaft, jenseits kapitalistischen Leistungsgesellschaft, wo Bedürfnisse und nicht Profite zählen, wo gemeinsam gekämpft und gelernt wird. Ein Ort der Freiräume, in dem alternative Gesellschaftsentwürfe gelebt und ausprobiert werden können. All das wollen sie hier zerstören. Wir sind geeint in unserer Entschlossenheit, Lützerath zu verteidigen. Jedes Haus, jeden Baum und jeden Meter. Mit unzähligen Hundertschaften werden sie Lützerath angreifen. Bereits jetzt belagern sie das Dorf. In den kommenden Tagen werden sie gewaltsam versuchen, das Dorf zu räumen, uns festzunehmen und zu kriminalisieren. Der Staat macht sich hier zum Handlager der fossilen Industrie, um deren Profite zu sichern. Die Polizei ist kein neutraler Akteur. Gewaltsam setzen sie hier Interessen Einzelner durch.
Profite werden über das Allgemeinwohl gestellt. Das ist in diesem System zwar legal, aber angesichts der unzähligen Krisen nicht legitim. Wer Lützerath angreift, greift unsere Zukunft an. Das werden wir nicht zulassen. Dafür sind wir alle zusammengekommen. Dafür haben wir dieses einzigartige Aktionsbündnis gegründet. Dafür werden wir über Wochen gemeinsam an einem Ort in Aktion gehen. Das ist eine neue Qualität. Wir vertreten ein breites politisches Spektrum der Klimagerechtigkeitsbewegung. Wir sind: Alle Dörfer bleiben, Ausgekohlt, die Kirchen im Dorf lassen, End Fossil Occupy, Ende Gelände, Extinction Rebellion, Fridays for Future, Interventionistische Linke, Kohle ersetzen, Letzte Generation, RWE und Co. enteignen, Scientist Rebellion und ums Ganze. Ab sofort werden wir mit unseren Aktionen des zivilen Ungehorsams die Räumung zum Desaster machen. Wir machen Lützerath unräumbar. Unser Widerstand ist bunt und vielfältig. Das ist unsere Stärke. Am 17.01. wird unser großer gemeinsamer Aktionstag, an dem alle Gruppen gleichzeitig auf je ihre eigene Weise in einer gemeinsamen Aktionschoreografie Lützerath verteidigen werden. Wir lassen uns nicht spalten. Wir stehen Seite an Seite mit den Aktivistinnen in Lützerath und kämpfen gemeinsam für internationale Klimagerechtigkeit. Lützi lebt, Lützi bleibt. Danke, Soraya Kutterer. Jetzt spricht Paul Bartmans von Die Kirchen im Dorf lassen. Die Initiative Die Kirchen im Dorf lassen startete 2018 mit einer Unterschriftenaktion als Appell an die Bischöfe von Aachen und Köln, die vom Abriss durch den Kohlekonzern bedrohten Kirchen im Rheinischen Revier nicht zu profanieren und zu verkaufen. Die katholische Kirche ist leider nicht standhaft geblieben, sondern wie seinerzeit Judas den 30 Silberlingen erlegen. Diese geweihte Osterkerze aus dem Jahr 1987 war schon 2020 bei unserem ersten Gottesdienst an der Kante in Kayenberg. Auch kurze Zeit später, als wir Heilige Messe auf der L277 gefeiert haben, mit anschließender Nachtwache, war sie dabei. Und jetzt steht sie hier mit leichten Blessuren, die 5 Weihrauch Knoten sind leider nicht mehr ganz. Im Anschluss werde ich sie in die Eibenkapelle bringen, damit sie den mutigen Verteidigern von Lützerath leuchtet und Hoffnung und Zuversicht nach hier bringt. Als am zweiten Tag dieses Jahres Lützerath durch RWE mit massiver Polizeiunterstützung bedroht wurde, sind Menschen von Kiedl, von Kirchen im Dorf lassen, im Schulterschluss mit anderen Initiativen und Gruppen sofort nach hier gekommen, um sich solidarisch mit den Aktivisten aus Lützerath der Konzerngewalt entgegenzustellen, gemeinsam mit ihnen für den Erhalt der Schöpfung zu kämpfen und sich für Klimagerechtigkeit und für eine bessere Welt für alle einzusetzen. Wir blicken mit Sorge auf die nächsten Tage und Wochen und appellieren an die Vernunft der Politik, noch in letzter Sekunde einzulenken und den Frevel dieser Zerstörung zu beenden. Wir appellieren an die Polizistinnen und Polizisten, von ihrem Recht, nein, von ihrer Pflicht des Remonstrierens Gebrauch zu machen und im Falle, dass sie es nicht tun, sich bewusst zu sein, dass sie bei einer eventuellen Räumung der Eibenkapelle gesegnete und geweihte christliche Zeichen zerstören werden, beziehungsweise deren Zerstörung durch RWE ausliefern. Am vorgestrigen Dreikönigentag waren Menschen von Kiedl hier in Lützerath und haben auf die Häuser, aber auch auf die Baumhäuser, auf die Hütten und die Zelte Gottes Segen herabgerufen, damit von diesem Ort noch viel Inspirierendes ausgehen möge, damit Lützi bleibt. Amen! Das war Paul Bartmans von Die Kirchen im Dorf lassen. Und jetzt haben wir ein letztes Statement von Peter Emerinkan Donatus, Sprecher für die afrikanischen Gemeinden und an Nigeria, die dort gegen Ölforderungen kämpfen. Danke.
Vielen Dank. Auf dem Weg hierhin habe ich mich natürlich gefragt, ist das wirklich das letzte Mal, dass ich in Lützerath sein werde? Denn wie die Presseberichte zu entnehmen sind, angeblich sind wir fast am Ende. Und deswegen will ich erst mal sagen, nein, wir sind gar nicht am Ende. Das ist gerade der Anfang. Es gibt juristische und politische Maßnahmen, polizeiliche Maßnahmen und Repressionen. Aber ich bezeichne Lützerath als ein Symbol. Und ein Symbol des Widerstands gegen Klimavampire, gegen Umweltvandalisierer, die unser Umwelt seit mehr als 500 Jahren, wir können so viele Lieder davon singen, wir AfrikanerInnen, seit mehr als 500 Jahren vandalisiert und uns in diese Lage versetzt haben. Und deswegen an dieser Stelle sage ich ganz klar, Lützerath lebt. Und Lützerath lebt weiter. Und nicht nur als Ort, nicht nur als Symbol, sondern als eine Ideologie, eine feste Ideologie, die uns in Deutschland leiten werden in den nächsten Jahrzehnten. Denn dieses System, wir sagen aus geschichtlicher Perspektive, erlaube ich mir das auch, diesen Begriff des weißen Mannes zu bezeichnen. Das System des weißen Mannes ist gescheitert. Deswegen sind wir hier heute in Barra, wir suchen nach Lösungen. Und all diese Systematiken ist hier Lützerath. Ich komme aus dem Niger-Delta. Niger-Delta ist ein der schlimmsten Ökozid-Hotspots der Welt. Kann man jederzeit googeln. Und ich bin hier heute in Lützerath. Natürlich kann ich das nicht vergleichen mit dem Unheil dort in Lützerath. Aber es ist eine feste Verbindung. Hier wird Grundlage zerstört, Lebensgrundlage zerstört. Hier wird Biodiversität zerstört. Hier werden Menschen vertrieben. Hier wird die Umwelt und Klima geschädigt. Hier findet auch Ökozid statt. Also ist eine klare Verbindung da. Das heißt, das, was hier passiert, betrifft nicht nur Deutschland. Jeder Zentimeter, jeder Millimeter, die wir gewinnen in diese, mittlerweile bezeichne ich das als Schlacht, Schutz, Leben im globalen Süden. Das muss euch bewusst sein, weil wir sind dort, wo diese Rohstoffe hauptsächlich herkommen. Wir leiden darunter, wir werden ausgebeutet, unser Land, unser Wasser, unser Gewässer, unsere Luft wird verseucht, damit dieser Wohlstand in Europa finanziert wird seit über 500 Jahren. Wir haben keinen Bock mehr drauf. Und ich denke, dass diese neue Generation, besonders die jungen Leute, sie haben mittlerweile das begriffen, dass wir unbedingt, wenn wir Lützerath retten können, oder diese ganzen Polizisten, die auf unsere Steuergelder die Wirtschaftskriminelle verteidigen, wenn wir zusammenkommen, das hätten wir schon längst gemacht, aber das ist nicht zu spät. Die Sache global zu sehen, zusammenzustehen, auch wenn wir nicht ansatzweise oder ganz klein bisschen zu dieser Katastrophe beigetragen haben, sind wir alle in ein und selbe sinkenden Boot. Deswegen müssen wir zusammenkommen, auf Augenhöhe, zusammen gegen diese UmweltverbrecherInnen zu kämpfen. Und ich glaube, wie Kanzler Rovira gesagt hat, es ist unerheblich, ob ich lebe oder sterbe. Es ist wichtig zu sehen, dass Menschen wie ihr Geld, Zeit, Energie dafür einsetzen, damit wir dieses Übel
ein Ende setzen können. Und kommt eine das ganz Wichtige, wenn wir heute keinen Erfolg haben, so werden wir morgen erfolgreich sein. Mein letzter Satz, ich appelliere an die Polizisten, Polizistinnen und Polizisten, schau mal, ich bin halt zugewandert. Schau mal ganz genau hin in eure Grundgesetz. Da steht, auch wenn die Rechte das zu oft missbraucht haben, da steht das Recht auf Widerstand. Zu widersetzen, wenn es nicht mehr weitergeht. Und wir sind an einen Punkt gekommen, liebe Polizistinnen und Polizisten, wenn ihr noch Gewissen haben, ich bin 100% sicher, dass einige von euch das auch geil finden, was wir jetzt machen. Aber ihr müsst eure Butterbrot verdienen, aber auf Kosten von anderer Generationen, auf Kosten von Menschen aus globalem Süden. Ohne Rohstoffe keine Arbeit, ohne Arbeit keine Innovation, ohne Innovation keine Wohlstand. Wo kommen diese Rohstoffe her? Wir müssen darüber reden. Unter welchen Bedingungen werden diese Rohstoffe abgebaut? Wo werden diese Batterien am Ende entsorgt? Deswegen rufe ich euch an, guckt eure Grundgesetz genau hin. Ihr habt das Recht, eure Gewissen zu schützen, zu sagen, ich lehne das, diesen Einsatz ab. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Peter.